eyes are awake when I'm around you. You open up sides of me I've never known. You seem to have a way that can bust through the toughest of walls that I've built as I've grown. And I'm not really. Hier sind wir wieder bei PlaySimple und heute werden wir hier ein kleines Designhäuschen basteln. Wir benötigen als erstes einen weißen Quarzblock. Ich habe jetzt hier schon wieder was vorbereitet. Das hat ein Maß von 21 Block und dann jeweils an den Seiten rechts 5, links 5. Wenn wir das gemacht haben, nehmen wir einen Steinziegel. Jetzt werden wir 8 weitere Blöcke daneben bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt können wir von hier aus das einmal in die Länge ziehen. Von hier aus wieder verbinden. Jetzt werden wir auf den Steinziegel noch eine Reihe oben drauf bauen. Dann nehmen wir glatten Quarzblock. Machen den einmal hier oben drauf, ziehen den einmal über den Steinblock, dann darüber hinweg, dann machen wir hier in der Ecke einen hin und dort in die Ecke. Hier an der Außenkante einmal hier 9 Block, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann an der Außenkante 9 Block. Jetzt gehen wir zur rechten Seite. Da zählen wir einmal ab. 1, 2, 3, 4, 5. Ab den 6. ein Block. Hier ein Block. Dann den natürlich genauso hoch wie diese Reihe. Also 9. Dann die nächste. 1, 2, 3, 4, 5. Einmal 6. Dann nach oben. Hier unten. Fertig. Jetzt gehen wir einmal zu der Seite. Da machen wir hier einen Block hin. Dort einen Block hin. Den ziehen wir auch in die Länge. Das gleiche auf der anderen Seite. Einmal hier. Nach oben. Auf der linken Seite haben wir eine Breite von 7. Da werden wir hier einen Block hin machen. Und dort einen Block. Dann gehen wir zur Seite, machen einen Zweier daraus, ziehen den nach oben, den nach unten, den einmal wieder weg. Hier das gleiche, Zweier, einer, einer. Dann nehmen wir Steintreppe. Die bauen wir dann einmal hier entlang, dann von der Blockseite zur anderen, dann hier oben. Dann nehmen wir einmal einen Steinblock selber, den bauen wir dann hier vor. Dann nehmen wir eine glatte Sandsteinstufe. Wir gehen jetzt einmal hier hinter, gehen einmal in die Ecke, Stufe, freilassen, Stufe. Dann oben Stufe. Dann auf der Seite Stufe, freilassen, Stufe, freilassen, Stufe. Gegengesetzt, Stufe, Stufe. Und so bauen wir das einmal hier rum. Dann nehmen wir einmal einen Steinblock, gehen einmal hier zu dem Pfeiler, ziehen den einmal von hier aus in die Länge, gegenüberliegend zu dem Pfeiler in die Länge ziehen, verbunden, dann einen weißen Block hier drauf, den ziehen wir einmal nach oben, genauso hoch wie auch diese Säule ist. Dann nehmen wir wieder Steinblock, dann davor diese Seite in die Länge ziehen. Jetzt nehmen wir einmal grüne Keramik und hellgrüne Keramik. Wir fangen mit der grünen Keramik an, gehen jetzt einmal hier zu diesem Pfeiler. Dann werden wir die Keramik hier oben drauf bauen, bis zur anderen Seite. Jetzt werden wir die Keramik hier auf den Steinblock entlang bauen. Dann nehmen wir einmal wieder den Steinblock und werden jetzt einmal diese Innenfläche
und diese damit ausbauen. Jetzt nehmen wir die hellgrüne Keramik. Die bauen wir jetzt einmal auf die grüne Keramik. Dann wieder die grüne Keramik. Jetzt werden wir die Wände in die Höhe bauen. Ihr habt ja gesehen im Wechsel. Jetzt kommt wieder hellgrün und immer so weiter. Und das bauen wir dann einmal genauso hoch wie die Säule. Also bis hier. Jetzt nehmen wir einen weißen Quarzblock, dann gehen wir einmal hier mittig zur Säule. Von der Säule aus, gegenüberliegend, machen wir hier einen Block hin, damit wir wissen, hier ist die Mitte. Dann freilassen, drei wegschlagen und einer ist frei. Hier das gleiche, von hier aus freilassen, 1, 2, 3 und Block. Dann werden das einmal 5 insgesamt. Das war der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Dann schlagen wir das Fenster einmal raus. Das gleiche auf der Seite. Jetzt werden wir den weißen Quarzblock einmal links bauen und einmal rechts. Dann die Treppe. Einmal so und einmal so. Dann die Treppe einmal so darüber. Hier das gleiche. Treppe, Quarzblock, Treppe unten, Treppe oben. Dann nehmen wir schwarze Glasscheibe, die bauen wir in das Fenster hinein. Dann weißen Quarzblock, den werden wir jetzt einmal von Säule zu Säule verbinden, das heißt einmal von hier aus so, dann einmal rum. Jetzt machen wir noch eine Blockreihe darunter. Dann nehmen wir glatte Quarztreppe, die bauen wir einmal dort, einmal hier, gegenüberliegend. Dann am Eingangsbereich werden wir auch jeweils eine Treppe in die Ecke bauen. Jetzt nehmen wir eine glatte Quarzstufe. Die werden wir einmal hier vorne, genau dort an der Kante bauen, ziehen das einmal von hier aus in die Länge und dann gehen wir von hier aus dann weiter bis in die Ecke. Dann von der Seite, von hier bis in die Ecke, dann machen wir noch eine Stufe davor. Jetzt werden wir hier, da wo der Pfeiler ist, machen wir jetzt hier eine Stufe hier drunter und dann im Wechsel lassen wir einen frei und dann wieder eine Stufe. Dann drehen wir uns und dann von hier aus wieder Stufe, frei, Stufe. Jetzt werden wir hier an der Seite dort einmal Gitter drauf bauen, gehen einmal hier rum. Mit dem Gitter. Dann nehmen wir einmal wieder eine glatte Quarzstufe. Die bauen wir dann einmal hier drüber. Das gleiche machen wir dann einmal auf der Seite. Jetzt nehmen wir wieder den glatten Quarzblock. Dann gehen wir einmal hier zu der Säule. Dann werden wir noch einmal 9 Blöcke oben drauf bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die 9. Dann haben wir hier einmal die Ecke. Die ziehen wir dann einmal genauso hoch. Jetzt werden wir hier einmal die Fläche vom Dach komplett ausbauen mit einem Block. Das heißt hier komplett einmal zubauen.
Jetzt nehmen wir den Quarzblock. Jetzt werden wir die beiden Säulen miteinander verbinden. Das heißt einmal von hier aus verbunden. Dann noch eine Reihe darunter. Jetzt können wir die Wände, die wir hier haben, im Wechsel genauso hoch bauen bis zu dieser Unterkante. Das heißt genau bis dort. Jetzt nehmen wir einmal wieder den Quarzblock, dann werden wir einmal auf die Wand zwei Reihen Quarzblöcke oben drauf bauen. Jetzt nehmen wir wieder eine glatte Quarzstufe, die werden wir dann einmal hier wieder auf der obersten Quarzblockreihe einmal so entlang ziehen, so. Komplett auch wieder einmal um das Gebäude herum, das heißt einmal so um die Kurve und dann einmal so weiter. Erste Reihe, jetzt bauen wir die zweite Reihe davor. Dann nehmen wir einmal eine glatte Quarztreppe. Wir gehen jetzt einmal zu der Säule oder Pfeiler, je nachdem wie ich das benennen soll. Dann machen wir hier drunter einmal eine Treppe hin. Dann wieder freilassen und Treppe. Das einmal im Wechsel. So. Dann nehmen wir einmal eine Stufe und die bauen wir dann einmal hier zwischen. So. Dann werden wir von hier aus freilassen, Treppe, freilassen, Treppe. Auch hier wieder im Wechsel. Jetzt haben wir hier vorne den Eingangsbereich gebaut. Von hier aus gehen wir jetzt als erstes nach hinten. Da bauen wir das gleiche. Das heißt jetzt hier einmal in die Ecke, Treppe, freilassen, Treppe. Dann die Stufe. Dann gehen wir als erstes hier zu dieser Seite. Dann als erstes wieder die Treppe. Die bauen wir hier hin. Freilassen, Treppe. Stufe. Nachdem wir das auf der Seite gebastelt haben, gehen wir einmal zur anderen Seite. Jetzt nehmen wir einmal wieder unseren Quarzblock. Dann neben der Säule, genau dort, einmal einen Block hin. Ziehen das einmal nach oben. Und dann kommt einmal der Quarzblock dazwischen. Dann nehmen wir die Treppe. Wir gehen jetzt einmal hier zur Stufe. Dann machen wir hier eine Treppe hin, freilassen und die Treppe. Dann von der Seite aus. Treppe, freilassen, Treppe. Dann haben wir hier einen Zweier. Dann nehmen wir einmal die Stufe. Die kommt wieder dazwischen. Und fertig. Jetzt nehmen wir einen Quarzblock. Dann werden wir hier die beiden Säulen erweitern. Das bedeutet, wir haben jetzt hier, warte, hier ist die Säule. Dann haben wir hier 1, 2, ab dem dritten. Dort ist die Säule. Block. Und einen hier oben drauf. So. Das gleiche auf der Seite. Das heißt von hier aus, hier ist die Säule. 1, 2 und ab den dritten dort. Den nach oben. Dann werden wir die beiden Punkte, die wir gesetzt haben, 9 Block in die Höhe bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Andere Seite. Von der Seite einmal verbinden. Wegschlagen. Dann noch eine Reihe darunter. Jetzt nehmen wir wieder die hellgrüne Keramik. Die bauen wir jetzt einmal hier zwischen. Das bedeutet einmal so. Dann vom Pfeiler aus drehen wir uns einmal so rum. Ziehen einmal die Keramik in diese Richtung. Dann lassen wir wieder 1, 2 ab den dritten. So. Kommt die Keramik dann einmal rum. Von der Säule aus nach hinten ziehen.
Und jetzt werden wir die Wand, die hier zwischen reinkommt, natürlich genauso bauen wie die im Wechsel. Das bedeutet, jetzt kommt einmal dunkelgrün. Jetzt haben wir das einmal hier zugebaut. Dann werden wir hier einmal wieder zwei weiße Blöcke auf die Mauer bauen. Dann wieder die Stufe, wieder zwei Reihen davor. Erste, zweite. Auch komplett wieder um das Gebäude herum. Jetzt die Treppe davor, freilassen davor. Auch das wieder einmal um das Gebäude herum. Dann einmal die Stufe dazwischen. Jetzt nehmen wir wieder Quarzblock. Dann werden wir hier von hier aus 1, 2, 3. Hier haben wir 2, dort haben wir 2. Dann 5 in die Höhe. Erste Reihe, zweite, dritte, vierte, fünfte. Dann schlagen wir das einmal wieder raus. Dann nehmen wir den Block einmal hier entlang. Einmal dort entlang. Treppe unten, Treppe oben. Dann wieder die Glasscheibe dazwischen. Dann bauen wir auf der anderen Seite zwei Fenster. Das heißt, wir übernehmen jetzt einmal die Höhe. Lassen den sichtbar. Schlagen drei Stück raus. Dann lassen wir drei Blöcke sichtbar. 1, 2, 3. Ab dem vierten Block weg. Dann 1, 2, 3. Dann bauen wir das genauso hoch wie das. Das werden 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann das andere Fenster. Quarzblock. Treppe. Glas. Jetzt gehen wir hier oben hin. Dort bauen wir das nächste Fenster. Auch hier wieder übernehmen wir das Maß, das heißt jetzt von hier aus nach oben. 1, 2, 3. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Dann nehmen wir die Stufe. Die bauen wir jetzt einmal hier vor. Das machen wir natürlich an jedem Fenster. Jetzt nehmen wir wieder einen Quarzblock. Dann gehen wir einmal hier zum Dach. Diagonal. Sichtbar. Dann kommt hier drei Blöcke oben drauf. Dann jeweils einmal rum. Sichtbar. Drei Blöcke. Immer wieder von der Spitze aus. Jetzt kommen die nächsten drei diagonal. Das heißt von hier aus, die wir jetzt gebaut haben. Gehen wir dann einmal so weiter. Das heißt so. Hier weg, 1, 2, 3, den wieder weg und dann haben wir hier zwei diagonal. Das bauen wir natürlich auf jeder Seite. So, dann in die nächste Reihe, wieder diagonal, drei Stück. Dann nehmen wir einmal hellgrauen Beton und werden jetzt einmal die Fläche ausbauen. Das heißt, von hier aus, so, komplett einmal zu. Und so bauen wir das an jeder Seite.
So, haben wir das Dach jetzt einmal mit Graumbeton ausgebaut. Nehmen wir jetzt einmal wieder den glatten Quarzblock, bauen das hier einmal zu. Jetzt nehmen wir glatte Quarzstufe, dann machen wir hier vor eine Reihe komplett einmal rum. Vom Eingangsbereich gehen wir jetzt einmal hier zum Dach. Dann haben wir hier einmal das Fenster. Da, wo das Glas ist, ist die Mitte. Das wäre dann einmal hier. Dann rechts, einmal links. Dann haben wir eine Dreierreihe. Schlagen die einmal hier komplett so weg. Und dann machen wir hier noch eine Reihe so. Dann nehmen wir wieder glatten Quarzblock. 1, 2, 3. Und die Ecke. Die Ecke. 3. Dann die Treppe. Hier entlang. Und einmal hier zwischen. Dann nehmen wir wieder die Stufe. Die bauen wir dann einmal hier vor, so. Dann machen wir hier eine Ecke einmal so und einmal so. Jetzt nehmen wir einen schwarzen Glasblock und den können wir dann einmal hier zwischen basteln. 1, 2. Jetzt nehmen wir den glatten Quarzblock, dann bauen wir das nächste Dach. Das heißt jetzt hier werden wir einmal in die Ecke, das heißt genau da, zwei Stück. Dann einmal hier gegenüberliegend, zwei Stück. Dann machen wir hier Spitze, wieder zwei, das heißt einmal so, hier den weg, den drauf, den weg, den drauf. Dann haben wir den nächsten Zweier. Hier das gleiche. Dann der nächste Dreier, das heißt noch einer, das heißt den hier, dort, da, weg, drauf. Dann auf der Seite. Dann werden wir jetzt einmal eine Reihe noch so drüber bauen. Dann von der Ecke aus ziehen wir das einmal bis zur Wand. Dann die andere Seite. Dann nehmen wir hellgrauen Beton. Jetzt werden wir die Zweierreihe von hier aus komplett bis zur Wand damit ausbauen. Haben wir die erste Seite jetzt hier zugebaut. Bauen wir nach diesem Prinzip diese Seite und diese Seite genauso. Dann natürlich hier oben drauf nehmen wir einen weißen Block. Dann bauen wir das Dach einmal hier mit zu. Dann nehmen wir glatte Quarzstufe. Jetzt werden wir diese natürlich hier über den Quarzblock bauen, das heißt von der Ecke aus so einmal rumbauen. Jetzt werden wir wieder hier vorne hingehen. Da haben wir hier, seht ihr ja, einmal eine Dreierreihe frei, genauso wie das Fenster auch breit ist. Das heißt, von hier aus gehen wir nach oben, schlagen jetzt hier 1, 2, 3 raus, dann 2, 3, dann das weg. Dann machen wir noch diese Reihe weg. Dann nehmen wir einmal wieder Quarzblock. Den bauen wir jetzt einmal hier an den Seiten. Diese Seite. Dann wieder die Treppe. Einmal unten, einmal oben. Jetzt nehmen wir einmal glatten Quarzblock. Hier machen wir noch eine Änderung. Wir machen hier einen Block hin, dort einen Block. Dann wieder die Treppe. Dann so nach vorne. Hinten, das können wir einmal wieder wegmachen. Dann bauen wir die Quarztreppe einmal hier an der Seite und dort an der Seite. Dann nehmen wir die Stufe, die bauen wir dann einmal hier drüber, drei Stück. Dann noch drei weitere. Und dann machen wir auch hier wieder die Treppe, hier nach vorne und dort nach vorne. Man könnte das auch hier ändern, indem wir das gleiche auch hier bauen. Das heißt, hier einfach die Treppe so entlang bauen. Warte mal. Können wir da auch ändern, dass das gleich aussieht. Hier die Treppe hin. Da die Treppe hin. Dann machen wir hier Quarzblock nach vorne. Dann die Treppe so nach vorne. Dann sieht das auch optisch besser aus mit dem Glas. Dann können wir auch eigentlich hier auch normales Glas reinmachen. Das heißt hier Glasscheibe. Dann hier die Blöcke weg. Und dann machen wir Glas hier hin.
Und dann können wir hier noch einmal verlängern, indem wir jetzt an den Seiten nochmal einmal die Treppe machen. Einmal hier und einmal dort. Dann einmal die Stufe. Die bauen wir dann einmal hier drüber. Und dann haben wir auch hier ein Vordach. Jetzt gehen wir zum Eingangsbereich. Dafür benötigen wir als erstes abgezogene Schwarz-Eichenholzstamm. Also ihr dürft natürlich auch entscheiden, welche Farbe ihr nehmt. Dann werden wir hier mittig hier einen Block rausschlagen. Dann einmal links und einmal rechts. Somit haben wir hier einen Zweier und dort einen Zweier. Dann machen wir hier einmal das Holz hin. Dann werden wir das Holz. Wie hoch bauen wir das denn? 1, 2, 3, 4. 4 Block. Dann nehmen wir den glatten Quarzblock. Den werden wir jetzt als Umrandung einmal hier rausschlagen. Dann den Block hier rein. Dann machen wir hier zwei Stück weg und dann machen wir jetzt hier eine Tür hin. So. Die machen wir jetzt einmal von außen bzw. von innen, damit es optisch noch besser aussieht. So, dann einmal hier hin. Dann die Tür. Und dann können wir die einmal hier vorne hin machen. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Versatz drin. Dann nehmen wir die glatte Quarzstufe. Die bauen wir dann einmal hier als Umrandung davor. Dann nehmen wir einmal Eisengitter. Das bauen wir jetzt einmal hier. 1, 2, 3. Dann einmal auf der Seite. 1, 2, 3. Dann werden wir hier einmal den Boden, das heißt hier einmal diese Reihe wegschlagen. Den Steinblock da rein. Dann nehmen wir wieder die glatte Treppe. Die bauen wir dann einmal hier rein und einmal dort. Einmal auf der Seite. Fertig. Jetzt gehen wir einmal auf die Terrasse. Wir nehmen einmal eine Kette. Dann werden wir gucken, wie wir es am besten aufteilen. Ich würde sagen, da jetzt, wo der Pfeiler ist, machen wir jetzt hier eine Kette. Warte mal, hier ist ein Zweier. So, machen wir da eine Kette hin. Dann einmal an den Pfeiler vom Pfeiler aus freilassen und dann hier die Kette hin. So, passt das? Okay, hier und einmal dort. Dann nehmen wir einmal die Laterne, die bauen wir da drunter. Einmal hier, einmal dort. Jetzt nehmen wir Tropenbaumblätter. Die machen wir dann als Vorgarten hier hin. Das heißt, von hier aus ziehe ich jetzt einmal eine Blattreihe so entlang. Und dann einmal von der Treppe aus so. Jetzt könnt ihr natürlich auch hier an den Seiten Blätter hinmachen. Bauen wir jetzt einmal um das Gebäude herum. Das sieht dann interessanter noch aus. So, dann einmal bis zur anderen Seite. So, fertig. Fertig ist unser kleines Ferienhäuschen. So, wir haben jetzt ein Ferienhäuschen gebaut. Innen drinne natürlich, wisst ihr ja, da könnt ihr eure Kreativität wieder freien Lauf lassen. Dann einmal hier Tür zu. So sieht das Gebäude aus. Und wenn ihr dann noch an den Seiten ein paar Fenster haben wollt, ihr wisst ja jetzt, hier sind die Musterfenster, dann könnt ihr eventuell hier rein oder auf der anderen Seite noch welche hinbasteln. Aber das ist ja dann eure Geschmackssache, ne? Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt einmal das Häuschen fertig. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen und wir sehen uns dann wieder bei PlaySample.